und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Ihr seht mich heute ausnahmsweise mal nicht, weil ich euch nämlich meinen Wunschzettel zeigen möchte. Und ich habe mich entschieden, das so zu machen, dass wir einfach zusammen mal bei Amazon und bei Medimops schauen, wie mein Wunschzettel aussieht und was ich da so draufstehen habe. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Medimops Wunschzettel an. Das ist der kleinere Teil. Also ich habe meine Wunschzettel auch vor kurzem erst richtig aufgeräumt und habe ganz, ganz viel runtergelöscht. Ich hatte mal bei Medimops 150 Bücher auf dem Wunschzettel. Inzwischen sind es um die 20. Also ich habe mich da gut dezimiert. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal drauf. So, so sieht das Ganze bei Medimops hier aus. Es ist alles sehr schlicht gehalten, sage ich mal. Als allererstes haben wir hier Stigmata, Nichts bleibt verborgen. Das Buch hat mir die Annika empfohlen und meine, dass das ein richtig gutes, dass das ein richtig guter Jugendthriller ist. Und deswegen habe ich ihn einfach mal auf dem Wunschzettel. Und ja, irgendwann werde ich mir dieses Buch bestimmt auch mal kaufen. Dann haben wir hier Witch Hunter von Virginia Böker. Ich fand dieses Buch damals, wo das rausgekommen ist, wirklich sehr, sehr interessant. Und es hat mich total angesprochen, aber irgendwie habe ich es damals nicht gekauft. Und meine Freundin, die liebe Jenny, die hat beide Bücher zu Hause und da werde ich sie mir irgendwann von ihr mal ausborgen und da lesen. Aber ich dachte mir, falls es mir gefällt und ich will es haben, dann habe ich es schon mal auf meinem Wunschzettel. Dann haben wir als drittes hier auf dem Wunschzettel Blut und Feuer, der Überlebenden 3 von Alexandra Braken. Die ersten beiden Bände habe ich zu Hause aber auch noch nicht gelesen und ja, den dritten müsste ich mir dann auch mal noch bestellen. Er ist gerade wieder verfügbar. Verdammt, ich sollte hier eigentlich nicht drauf gucken, sonst bestelle ich wieder Bücher. Gut, dann haben wir an vierter Stelle Unsterblich, Tor der Dämmerung von Judy Kagawa. Dieses Buch hat mir die Niki damals empfohlen. Die fand den ersten wie auch den zweiten Teil wirklich gut. Und ich glaube, der dritte ist inzwischen auch draußen. Den habe ich aber hier nicht auf dem Wunschzettel, weil ich dachte mir, ich muss ja erstmal die ersten beiden Bücher lesen und dann gucke ich irgendwann mal nach dem dritten. Und ja, die stehen schon ganz, ganz lange hier auf dem Wunschzettel und ja, ich habe sie nie gekauft. Sollte ich euch vielleicht die Maus einblenden? Ich glaube, das wäre für euch wahrscheinlich cooler, wenn ihr die Maus sehen würdet. Moment. Okay, gucken wir mal. Ja, ihr seht jetzt die Maus, dann kann ich euch zeigen, wo ich bin, indem ich hier rumwackel. Ja, also wie gesagt, Unsterblich steht schon ewig auf meinem Wunschzettel, will ich irgendwann nochmal haben. Da geht es ja um Vampire und ja, ganz, ganz toll. Ich werde jetzt hier nicht nochmal auf die einzelnen Bücher draufklicken und die groß machen bei Medimops, weil das ist da alles immer ein bisschen umständlich. Bei Amazon können wir dann gerne mal gucken, aber hier ist mir das echt zu nervig. Und ja, als nächstes seht ihr hier unten schon die Farben des Blutes 2, das gläserne Schwert. Ich habe das Buch zwar schon gelesen, aber ich hatte es mir nur von Jenny ausgeborgt, den zweiten Teil. Ich habe ihn selber noch nicht gekauft und ja, da ich dieses Buch jetzt nicht so zwingend haben möchte, habe ich es halt hier auf dem Wunschzettel und wenn es irgendwann mal günstig verfügbar ist, dann werde ich es einfach mal mitbestellen, dass ich die Reihe komplett zu Hause habe, aber im Moment hat das jetzt bei mir keinen Vorrang. So, dann haben wir hier die nächsten beiden Bücher, oder ich kann Ihnen mal die nächsten drei zeigen. Das ist einmal Love Letters to the Dead. Das Buch ist ja damals, wo es rausgekommen ist, eigentlich echt von positiven Rezensionen gespickt gewesen, also ich habe eigentlich nur Gutes über dieses Buch gehört und ich fand damals, dass sich das ganz, ganz toll angehört hat und ich wollte es damals unbedingt haben und naja, es steht immer noch auf meinem Wunschzettel. Dann, wie ihr seht, Dark Wonderland, Herzkönigin Band 1 habe ich auch auf meinem Wunschzettel. Ich finde diese Reihe sehr, sehr interessant. Das ist ja eine Adaption auf Alice im Wunderland und ja, es sind inzwischen alle drei Teile erschienen und ich müsste sie mir eigentlich mal kaufen, aber ich habe so viele Reihen hier zu Hause, die ich noch nicht gelesen habe und die ich noch nicht angefangen habe, dass ich jetzt echt erstmal daran muss, bevor ich irgendwas anderes kaufe. Dann haben wir hier Gelöscht von Terry Terry, das ist der erste Teil, also auch die möchte ich unbedingt lesen, diese Reihe. Ich bin schon sehr gespannt. Dann haben wir hier als nächstes, wartet mal, wie viele sind es denn noch? So viele sind es doch gar nicht. Wir machen hier mal. Dann habe ich noch The Chemist von Stephanie Meyer auf meinem Wunschzettel. Das Buch ist nicht so gut weggekommen bei den Leuten, ne? Aber mich interessiert es schon mal. Ich fand damals die Twilight-Bücher und auch Seelen von ihr richtig, richtig gut. Es hat mir übelst gefallen und deswegen dachte ich mir, ja, so für einen Zehner kann man es ja eigentlich mal mit kaufen. Escape von Jennifer Rush steht auch schon ewig auf meinem Wunschzettel. Sina hat es gelesen, sie fand es großartig. Der zweite Teil, Die Verschworenen, fehlt mir auch noch. Den muss ich mir auch noch kaufen. Den ersten und den dritten habe ich da. Sei lieb und büße habe ich gekauft. Kann ich hier runterschmeißen. Moment. So,
Kann runter vom Wunschzettel. Dann haben wir hier die ersten beiden Teile der Finstermoos-Reihe. Das ist ja auch von Janet Clarke, die auch hier diese Bücher geschrieben hat. Ich fand Ewig Dein von Janet Clarke einfach großartig. Und deswegen hatte ich mir hier die ersten beiden Bücher gekauft. Die gehören zwar nicht zusammen, aber es ist schon, naja, allein vom Cover her passen sie so zusammen. Und ja, wenn ich die beiden gelesen habe und sie gefallen mir, dann werde ich mir das auf jeden Fall noch holen und die beiden dann bestimmt auch mal irgendwann noch. Ich glaube, Agathe hat die Bücher gelesen und fand die auch richtig gut. Dann haben wir hier Monday Club, das erste Opfer. Steht auch schon ewig auf meinem Mundzettel, eigentlich seitdem es rausgekommen ist. Es ist ja auch so ein Jugendthriller oder Krimi oder ich weiß jetzt nicht genau so, was das ist, aber es hat auch sehr, sehr viele gute, positive Kritiken damals bekommen, dieses Buch. Und ja, irgendwann, ne, kaufe ich es mir mal. Dann haben wir hier Gebannt unter fremdem Himmel von Veronica Rossi. Auch diese Bücher stehen schon ewig auf meinem Wunschzettel. Ich habe Angst, dass ich sie irgendwann nicht mehr kriegen werde, aber dann ist das halt so. Mein Gott, ich werde sie mir kaufen oder auch nicht. Wir werden sehen. Dann haben wir hier noch Kissed und Magical von Alex Flynn. Das ist jetzt nicht der zweite und der dritte Teil. Das, diese beiden Bücher hier gehören quasi zu Beastly von Alex Flynn. Ich weiß nicht, ihr werdet wahrscheinlich den Film erkennen als das Buch. Beastly habe ich hier zu Hause und Kissed und Magical gehören quasi auch mit zu Beastly, weil da geht es um die Hexe Kendra und die spielt hier in allen drei Büchern eine Rolle. Magical habe ich inzwischen schon gelesen, das hatte ich mir von einer Freundin ausgeborgt. Das war auch wirklich ein richtig süßes Buch, hat mir auch richtig gut gefallen. Das Ende hat nochmal eine richtig schöne Wendung drin gehabt, war auch total überraschend. Und Kisten möchte ich irgendwann auch einfach noch lesen und deswegen stehen die beiden Bücher auf meinem Wunschzettel, dass ich sie irgendwann nochmal mit habe. So, und dann sind wir auch schon hier am Ende. Hier haben wir noch Flawed, Dann haben wir hier noch Flawed, wie perfekt willst du sein? Das ist ja der erste Teil dieser Dilogie. The Perfect habe ich ja schon zu Hause. Das habe ich ja gebraucht, letztens im Weltbild ganz günstig bekommen. Und dann haben wir hier noch Elias und Laia oder Laia, die Herrschaft der Masken. Steht auch schon ewig auf meinem Wunschzettel. Und ja, irgendwann werde ich diese Bücher kaufen. Alle. Ich weiß nur noch nicht wann. Das wäre mein Mediwops-Wunschzettel gewesen. Kommen wir als nächstes zu Amazon. Da sieht das Ganze bei mir schon ein bisschen anders aus. Bei Amazon als allererstes vorweg, ich habe mehrere Wunschzettel, wie ihr seht, bei Amazon. Ich habe Top-Bücher. Das sind Bücher, die ich definitiv kaufen werde, wenn sie rauskommen. Also nicht jetzt zwingend sofort an dem Tag, wo sie rauskommen, aber die kaufe ich definitiv. Das hier sind Bücher, die ich gern irgendwann mal haben wollen würde. Und das hier sind Fortsetzungen von Buchreihen, die ich bereits angefangen habe. Und ich würde sagen, wir fangen auch mit den Fortsetzungen einfach mal an. Weil ihr wisst ja in etwa, was ich lese. Also wir haben hier zum Beispiel Hot Mama. Das ist der zweite Teil der Big Time-Reihe. Der kommt jetzt Anfang Oktober. Den bekomme ich netterweise vom Verlag, den zweiten Teil. Das heißt, den werde ich definitiv lesen. Dann haben wir hier Götterfunke Band 3, Verlass mich nicht. Den zweiten haben wir hier auch noch irgendwo auf dem Zettel. Dann haben wir hier Die Gabe der Auserwählten, die Chroniken der Verbliebenen. Den ersten und zweiten Band habe ich zu Hause aber noch nicht gelesen. Ach, guck mal, dann haben wir hier den zweiten Teil von Götterfunke, Hass mich nicht. Dann Frost wie Schatten von Sarah Raj oder Sarah Raj, was auch immer. Und den ersten habe ich gelesen und den zweiten auch. Der zweite hat mir noch besser gefallen wie der erste, weil der erste war sehr, ich weiß noch, da bin ich damals sehr schwer reingekommen und der zweite war aber wirklich gut und wie gesagt, am 9. Oktober kommt denn jetzt der dritte. Ich sehe gerade, der zweite Teil von Götterfunke ist schon da. Ah, ich habe gerade keine Kohle, verdammt Hacke. Dann haben wir hier noch den dritten Teil von der Gamble Brothers Reihe, Tempting Love, Spiel nicht mit dem Bodyguard. Ich muss diesen dritten Band lesen, ich habe jetzt den zweiten vor kurzem gelesen und der war wirklich richtig gut, der zweite Teil. Der hat mir gut gefallen. Und da war so eine Frau im zweiten Teil, ich glaube, sie hieß Alana oder also Elena und irgendwie mit dem Nachnamen. Und die war so eine richtig schöne, blöde, arrogante Kuh. Und der eine Bruder hat sich sehr für die interessiert. Deswegen, ja, weiß ich, also ich habe es auch hier gelesen, deswegen weiß ich, dass es im dritten Teil dann um die Trulla da geht und den Bruder und ich bin schon sehr gespannt, ob er sie aus dem Schneckenhaus locken kann. Dann haben wir hier natürlich den dritten Teil von der Götterleuchten-Reihe, Glanz der Dämmerung, der kommt im Dezember raus, den werde ich auch auf jeden Fall lesen. Ich freue mich schon sehr, 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 sehr doll auf das Buch und sollte ich das Buch nicht vom Verlag bekommen, kaufen tue ich es mir sowieso. Ja, ich bin schon so gespannt auf dieses Buch. Ich
glaube, Götterleuchten wird eine mehrteilige Reihe, also keine Trilogie, sondern da kommen noch ein paar Bücher dann. Was einerseits schön ist, aber andererseits auch doof, weil es gibt im Englischen auch nur die ersten drei Teile von der Titan-Reihe. Deswegen schauen wir mal, wie der dritte ist und wie der am Ende ausgeht. Dann haben wir hier den zweiten Teil von Young Elites, das Bündnis der Rosen. Das kommt jetzt auch im Oktober raus, das Buch. Ich habe den ersten Teil ja gelesen und habe ihn für sehr, sehr gut befunden. Also der hat mir richtig gut gefallen. Und ja, deswegen möchte ich den zweiten Teil auch auf jeden Fall lesen. Ob ich mir das Buch jetzt selber kaufen werde, weiß ich nicht. Das erste Buch habe ich ja jetzt auch selber nicht zu Hause. Ich muss mal gucken, falls Niki den zweiten Teil wieder bekommt. Vielleicht leiht sie ihn mir ja aus. Ich bin gespannt. Mal schauen. Dann haben wir hier den zweiten Teil zu Königreich der Schatten, Rückkehr des Lichts. Ich habe den ersten Teil hier zu Hause aber noch nicht gelesen. Ich habe den zweiten trotzdem schon mal auf dem Wunschzettel, dass ich das nicht übersehe, wenn der rauskommt. Und ja, dass ich den dann halt lesen kann irgendwann auch mal. Ich werde jetzt hier zu den Fortsetzungen, ich klicke da jetzt auch nicht drauf und erzähle euch da noch irgendwas zu den Büchern, weil es halt Fortsetzungen sind. Das wäre halt ziemlich doof. Dann haben wir hier noch Throne of Glass Teil 4, wo ich immer noch nicht weiß, ob ich weiterlesen soll. Ich habe die ersten drei Bücher gelesen. Das erste Buch und das zweite Buch haben mir noch richtig gut gefallen. Mit dem dritten hatte ich absolut Schwierigkeiten wegen dieser x-tausend verschiedenen Handlungsstränge, die sich da aufgetan haben. Und das wird ja im vierten und fünften Teil nicht mehr besser, das wird ja eher nur noch mehr. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich es weiterlesen sollte, weil hier waren einfach so viele Handlungsstränge dann im dritten Teil, die mich absolut nicht interessiert haben, die aber absolut wichtig für die Geschichte sind, dass man das halt lesen muss, dass ich gedacht habe, nee, ich will eigentlich nicht weiterlesen, aber eigentlich will ich schon weiterlesen. Oh, ich bin ja total im Zwiespalt, deswegen habe ich das Buch auch noch nicht gekauft. Dann haben wir hier den vierten Teil der Forever in Love-Reihe. Der erscheint im November am 24. Den muss ich auch auf jeden Fall haben. Auf die Story freue ich mich schon total. Hier in diesem Buch, ich kann es ja hier mal groß machen, geht es um Stella und wie hieß er? Hieß er Ryan? Ja, er hieß Ryan hier. Da. Und die beiden kennt man schon aus den ersten drei Teilen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr meinen Hund im Hintergrund trinken hört. Also falls es plätschert, wundert euch nicht. Ja, ich freue mich schon seit dem zweiten und dritten Teil auf die Geschichte von Stella und Ryan und bin schon so gespannt. Also dieses Buch hier wird definitiv gekauft. Ich mach's mal groß. So, und wenn ihr das jetzt lesen wollt, drückt einfach auf Pause, dann könnt ihr euch das hier in Ruhe mal durchlesen. Ja, also ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. So, dann haben wir hier noch den siebten und achten Teil der Elemental Assassin-Reihe. Ich habe den fünften und sechsten zu Hause, allerdings auch noch nicht gelesen. Das muss ich auch echt unbedingt mal noch machen. Und dann kann ich mich auch mit dem siebten und achten beschäftigen. Aber oh, hätte ich damals nur gewusst, dass das so eine, ich glaube, inzwischen 16- oder 17-teilige Reihe ist. Aber oh, ich hätte es nicht angefangen, gell? Auch wenn die Bücher so gut sind, aber ich hätte es nicht angefangen. Ja, also wie gesagt, irgendwann werde ich die auch mal lesen. Dann haben wir hier als letztes, ja genau, das ist das letzte Buch. Dann haben wir als letztes den dritten Teil von Grisha, Lodernde Schwingen als E-Book. Man bekommt ja den zweiten und dritten Teil als richtiges Buch im Moment nicht mehr zu kaufen, es sei denn, man zahlt schweineviel Geld und das sehe ich überhaupt nicht ein. Und ja, deswegen habe ich mir den zweiten Teil jetzt schon als E-Book gekauft und wenn ich den dann gelesen habe, werde ich den dritten auch noch als E-Book kaufen. Und ja, deswegen steht da halt auf meinem Wunschzettel. So, als nächstes kommen wir zu meinem Bücherwunschzettel. Diese Bücherwunschzettel, wie gesagt, hier stehen Bücher drauf, die ich vielleicht mir irgendwann mal kaufen wollen würde, die ich sehr, sehr interessant finde und deswegen habe ich sie halt hier auf den Wunschzettel gepackt. Und wie ihr seht, steht hier oben Bitterfrost von der Mythos Academy. Dieses Buch kommt ja jetzt auch im Oktober raus. Hier habe ich eine Arbeitskollegin, die sich das Buch definitiv kaufen wird, weil die total auf Göttergeschichten steht und deswegen werde ich es mir dann sicherlich von ihr irgendwann mal ausleihen. Und ich klicke das hier auch mal groß, falls ihr euch durchlesen möchtet, worum es in diesem Buch geht. Dann drückt jetzt einfach wieder auf Pause und dann könnt ihr in Ruhe lesen. So, ich gehe jetzt hier mal zurück. Dann hier Bird and Sword, das habe ich jetzt entdeckt, wo ich für meine Neuerscheinungen die Bücher rausgesucht habe für den Oktober. Das Buch kommt am 26. Oktober raus, wie ihr hier seht. Und ich fand auch, dass sich dieses Buch richtig gut angehört hat und ja, habe es definitiv mal auf meinem Wunschzettel jetzt stehen und ja, viel Spaß beim Lesen, wenn es euch interessiert. Ansonsten klicken wir jetzt einfach mal wieder zurück.
So, dann das dritte Buch hier auf dem Wunschzettel ist Wolkenschloss von Kerstin Gier. Ich mag Kerstin Giers Bücher total. Ich finde, sie schreibt so, so schöne Bücher. Und ja, auch dieses Buch kommt jetzt am 9. Oktober raus. Es ist Buchmesse im Monat und das ist echt katastrophal. Da kommen immer so viele tolle Bücher, das ist echt übel. Ja, also ich finde, das klingt auch sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Und Kerstin Gier hat ja so einen tollen, sehr witzigen, warmen Schreibstil und ja, deswegen habe ich mir das Buch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. So, dann haben wir die Legende der vier Königreiche, ungekrönt. Auch dieses Buch kommt jetzt am 9. Oktober raus. Ich habe vorhin meine Neuerscheinungen gedreht und Bücher rausgesucht, deswegen stehen die alle ganz oben auf dem Wunschzettel. Und ich finde auch, dass dieses Buch sich so gut anhört und ich will mal gucken beim Verlag, ob ich das Buch vielleicht anfragen kann, weil das klingt echt richtig, richtig gut. Und ja, naja, ich bin mal gespannt. Ich muss dann mal gucken, ob ich es anfragen darf. Ich weiß es nicht. So, dann haben wir hier nochmal Hot Mama. Warum steht das hier? Das können wir mal löschen. Dann haben wir hier ein Buch, was ich auch definitiv lesen werde. Das Lied der Krähen von Leigh Bardugo. Das Buch spielt wohl angeblich in der gleichen Welt wie Grisha. Hat aber mit der Geschichte von Grisha an für sich nichts zu tun, so wie ich das verstanden habe. Und auch hier finde ich, dass das Buch ganz, ganz toll klingt. Und ich mochte den Schreibstil von Leigh Bardugo bei Grisha total und bin deswegen schon sehr gespannt auf dieses Buch. Und ich bekomme das Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt und werde das dann mit Sina zusammen wieder lesen. Und ja, mal schauen, wie es uns gefällt. Wieso steht denn das jetzt hier schon wieder drauf? Das habe ich schon gerade gelöscht. Meine Güte. Dann haben wir hier ein Buch, das habe ich auch erst vor kurzem entdeckt. Und zwar ist das Das Haus der gebrochenen Schwingen. Das ist schon erschienen, wie ihr seht. Und hier steht nicht wirklich viel zum Inhalt, aber es geht hier um eine apokalyptische Szenerie. Es geht um gefallene Engel, die um Vorherrschaft kämpfen. Und das hat mich so ein bisschen an Angel Fall erinnert. Und ich fand ja Angel Fall einfach so großartig. Und ich freue mich ja so auf den dritten Teil, wenn der im Januar kommt. Und ja, deswegen habe ich mir das einfach mal mit auf den Wunschzettel gepackt, weil ich fand, dass das einfach ganz interessant klang. Ich fand auch das Cover richtig cool. So mal angemerkt an dieser Stelle. Dann habe ich hier noch von der Jackie Felgut Zauberhaftes Aschenputtel. Das habe ich auf dem Wunschzettel gehabt, weil ich eigentlich ein anderes Buch von ihr lesen wollte. Und da hat sie gesagt, ich soll das hier vorab lesen. Und irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen, das Buch hier vorab zu lesen. Und ja, es steht aber halt auf meinem Wunschzettel. Und irgendwann werde ich es mir mal mitkaufen und lesen. Aber vorher müssen meine anderen Sub-Bücher erstmal verschwinden. Also, oh, ich kriege die Krise mit dem Sub. Echt, das ist ganz, ganz furchtbar. Ja, naja, was will man machen? Da geht es mir ja zum Glück nicht alleine so, wa? Dann haben wir hier Kein Rockstar für eine Nacht von Kylie Scott. Über die Bücher habe ich bisher auch nur Gutes gehört. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die so sind. Aber jeder in meinem Umfeld, der die gelesen hat, hat die für gut befunden. Und deswegen stehen die jetzt einfach mal hier auf dem Wunschzettel. Ja, also wenn ihr lesen wollt, ne, drückt einfach mal auf Pause und so. Und dann haben wir hier auch noch von Kylie, dann haben wir ja auch noch von Kylie Scott Crazy Sexy Love. Das ist die Dive Bar-Reihe. Aha, gucke an. Und Niki hat das Buch, glaube ich, vor kurzem gelesen und auch sie fand dieses Buch wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich es mir einfach mal mit aufgeschrieben. Und ja, mal gucken, wie das so ist dann halt, ne? Also, we will see, we will see. Dann habe ich hier noch auf meinem Wunschzettel Verliebt in Mr. Daniels von Brittany C. Cherry. Dieses Buch ist ja eine Schüler-Lehrer-Beziehung. Ja, ich habe das Buch am 3. März gekauft und verschenkt. Also ich besitze dieses Buch selber nicht. Ich hadere noch mit mir, ob ich mir dieses Buch auch kaufen soll, weil es so eine Schüler-Lehrer-Beziehungsgeschichte ist und ich mag sowas eigentlich nicht. Ich habe damals auch, weil ich Like in Liebe ja gelesen, das ist ja auch so von der Thematik her so das Gleiche und das war, ach, das war nicht ganz so meins. Und deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob ich das hier lesen sollte oder dann halt auch lieber nicht. Aber ich fand ja Wie die Luft zum Atmen und Wie das Feuer zwischen uns von Brittany C. Cherry auch wirklich richtig gut. Und es hat mir total gefallen, wie sie das Buch geschrieben hat. Deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwann werde ich es mir einfach mal kaufen und lesen. Und dann schauen wir mal, ob das so gut ist wie die anderen Bücher von ihr oder halt auch nicht.
So, dann haben wir hier ein Buch, was auch vor kurzem erst erschienen ist, und zwar Die magische Pforte der Anderwelt. Das ist ein Spin-off zur Pan-Reihe, wie ihr hier schon lesen könnt. Ich habe die Pan-Trilogie von Santorini gelesen. Ich fand den ersten Teil einfach großartig. Ich fand das erste Buch so großartig, dass ich es zweimal hintereinander gelesen habe. Ich war fertig und habe wieder von vorne angefangen, weil ich es einfach so gut fand. Der zweite Teil, der war dann schon ein bisschen schwächer, aber der war noch gut. Und dann der dritte Teil, der hat es für mich leider komplett. Ah, da hat für mich die Autorin sowas von ins Klo gegriffen beim dritten Teil. Das ging überhaupt gar nicht. Das war einfach nichts mehr. Und das Ende war auch irgendwie doof. Da waren so viele Logikfehler drin und da waren so viele Fragen am Ende, die offen geblieben sind. Und ach, ich weiß nicht. Naja. Aber da ich halt den ersten Teil der Pan-Trilogie so toll finde, habe ich mir halt gedacht, komm, tu dir hier Anderwelt einfach mal mit auf deinen Wunschzettel und Niki will es, glaube ich, lesen und die wird mir dann berichten, wie es ihr gefallen hat und dann mal gucken, ob ich es lesen werde oder nicht, aber ich denke mal, wahrscheinlich irgendwann werde ich es mitlesen. Vielleicht, wie gesagt, das erste Buch von der Pan-Trilogie kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das ist eine so tolle Geschichte. Ich fand die so gut. Ja, dann haben wir hier The Promise, Der goldene Hof von Richelle Mead. Das ist ja die Autorin von der Vampire Academy. War doch Vampire Academy, gell? Schlacht mich, es ist Vampire Academy, meine ich. Und ja, das ist eine neue Reihe. Die Aufmachung hat mich so ein bisschen an, ja, so typische Mädchenbücher erinnert, also so Richtung Selection. Aber ich fand's, also ich finde das Cover sehr, sehr schön. Und ich fand halt auch, dass sich das Buch eigentlich ganz nice angehört hat. Und ich habe es beim Verlag angefragt, aber ob ich es bekomme, weiß ich nicht. Wenn ich es bekomme, werde ich es natürlich gleich mitlesen und euch vorstellen, aber das weiß ich noch nicht. Deswegen, mal schauen. Das Problem ist, beim One Verlag, da fragt man Bücher an und entweder man bekommt sie zugeschickt oder nicht. Da kriegt man vorher keine Info. Deswegen ist es da immer ein bisschen schwer abzuschätzen. Und ja, ich habe es auf jeden Fall angefragt, weil, wie gesagt, ich fand, das klang eigentlich ganz, ganz cool und es klang nach so einem Mädchenbuch. Dann haben wir hier noch Neue Träume in Sunshine Valley. Das ist der erste Teil zu, ja, das hier ist der erste Teil zu dem Buch hier unten, Neue Liebe in Sunshine Valley. Das habe ich ja jetzt erst gelesen gehabt. Das Video müsste eigentlich auch schon online sein. Und hier in diesem Buch geht es um den anderen Zwillingsbruder und deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, tust du mal mit auf Wunschzettel, denn das Buch war so ein schönes, einfaches, schlichtes Liebesbuch, Liebesromanbuch. Und man muss da nicht denken, man kann einfach abschalten. Und ich fand zwar beim zweiten Teil das Ende extrem kitschig und eigentlich total überzogen, aber es hatte definitiv was, was mich angesprochen hat. Und deswegen habe ich mir den ersten Teil mal mit auf den Wunschzettel gepackt, denn Liebesbücher, wie gesagt, die lese ich so zwischendurch extrem schnell mal mit weg und die brauche ich halt auch zwischendurch immer mal wieder. Dann haben wir hier das Buch, dessen Namen ich nicht richtig aussprechen kann. Also bei mir heißt es Die Hüter des Todes, als glaube ich Skythi oder sowas heißt das. Und das ist das neue Buch von Nile Schusterman. Und ich habe gesehen, dass Steffi von His and Her Books das Buch richtig gut fand. Und ich finde auch, dass sich das Buch so gut anhört. Ich klappe es euch hier mal wieder auf. Und ja, also ich fand, das Buch hat sich einfach mega gut angehört. Und ich werde es mir definitiv irgendwann mal mitkaufen, wenn ich mal wieder flüssig bin und Geld habe. Denn wie gesagt, es ist Oktober und die Buchmesse steht vor der Tür. Und da habe ich keine Kohle für Bücher im Moment. Und ja, also wie gesagt, dieses Buch werde ich mir definitiv nochmal mitkaufen und dann lesen. Und ich finde einfach, das hört sich so gut an. Das hört sich mal wieder nach einer anderen Geschichte an. Nach was Neuem, nach etwas, das man noch nicht so 100.000 Mal gelesen hat. Auch wenn ich Bücher mit verschiedenen Themen 100.000 Mal gerne lese, aber ich freue mich halt auch mal wieder auf was Neues. Deswegen schauen wir mal. Oh, guck mal, es wird wieder eine Trilogie. Ah, super. Ich suche mir immer Reihen aus. Naja. Dann haben wir hier Aquila oder Aquila von Ursula Posnansky. Ich habe noch nicht ein einziges Buch von Ursula Posnansky gelesen, aber viele Leute schwärmen ja von ihr und ihren Büchern. Und deswegen habe ich mir das auch mal mit auf den Wunschzettel gepackt, weil ich auch fand, dass es sich einfach gut anhört. Ich werde dann die Verratenen von ihr mal irgendwann demnächst vielleicht mal anfangen mitzulesen und mal gucken, ob das was für mich ist. Und falls das nicht für mich sein sollte, dann schmeiße ich das Buch wieder runter vom Wunschzettel, gut ist. Aber ich finde halt, es hat sich extrem gut angehört.
Ja, dann haben wir hier Bob der Streuner noch auf meinem Wunschzettel. Ich habe ja den Film gesehen vor ein paar Monaten und habe den auch vorgestellt, habe den auch einmal mit verlost. Und ich fand den Film ja so großartig. Ich fand, wie dieser Film umgesetzt wurde, das war einfach so süß und diese Katze war so süß. Und als ich dann gesehen habe, dass das Original Bob ist, der in dem Film mitspielt, fand ich das Ganze noch viel, viel süßer. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hau mir mal das Buch mit auf den Wunschzettel. Das ist der erste und der zweite Teil von Bob der Streuner, also Bob der Streuner und Bob und wie er die Welt sieht. Und ja, irgendwann kaufe ich mir das Buch vielleicht mal, wenn es mich packt und dann ist gut. Also, es ist jetzt kein Buch, was ich zwingend lesen muss, aber irgendwann halt mal. Dann haben wir hier unten als nächstes Entführt, bis du mich liebst von Mila Olsen. Ich glaube, dieses Buch habe ich bei Diana gesehen von Madame Book. Und sie fand dieses Buch, glaube ich, großartig. Aber ich kann mich jetzt natürlich auch vertun, dass es gar. Ich kann mich jetzt aber auch natürlich vertun, dass es gar nicht Diana war. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, irgendwo habe ich es gesehen bei irgendwem und derjenige fand das ganz, ganz toll. Und ja, Entführt, bis du mich liebst. Ich muss ja sagen, so Entführungsgeschichten und wo sich das Opfer dann in den Entführer verliebt, ne, so Stockholm-Syndrom-mäßig, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Also es kommt halt immer darauf an, wie die Geschichte halt erzählt wird. Und bei der Sternebewertung hier oben gehe ich eigentlich davon aus, dass sie gut erzählt wird. Und ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, ich habe das schon eine ganze Weile auf dem Wunschzettel und irgendwann werde ich es mir bestimmt mal mitkaufen. Dann haben wir hier Feuer und Feder auf dem Wunschzettel. Ich fand auch, dass sich das Buch von der Thematik her ganz, ganz toll angehört hat. Und ja, deswegen habe ich es hier mit auf dem Wunschzettel stehen. Dann haben wir hier Ewig, wenn Liebe erwacht. Ich finde, dieses Buch klang wirklich sehr, sehr witzig. Also, ich weiß nicht, bei wem ich das letztens irgendwo. Bei irgendwem habe ich das Buch gesehen und derjenige, welche fand dieses Buch ganz, ganz toll. Ich weiß aber nicht mehr, bei wem. Auf jeden Fall habe ich das Buch auch schon seit einer ganzen Weile auf dem Wunschzettel und ich finde das Cover richtig cool und ich finde, das hört sich ganz toll an. Und ja, irgendwann werde ich es mir kaufen. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Guck mal, hier steht auch nochmal Elias und Laia und ach, ich habe zwei Seiten auf dem Wunschzettel. Verdammte Hacke. Ja, ich sehe schon, ich labere hier schon extrem lang. Ich mache es mal jetzt kürzer. Das nächste Buch ist Ein Käfig aus Rache und Blut. Das habe ich auch mal mit verlost irgendwann. Und wo ich das Buch hier hatte, habe ich so reingelesen und habe gedacht, oh, das Buch klingt richtig gut. Deswegen habe ich es auch mit auf dem Wunschzettel. Dann haben wir hier Forbidden Desire, Amy und Sean von Christelle Zaurini. Sina hat dieses Buch gelesen und Sina fand das Buch ganz, ganz toll und sie meinte, das ist richtig gefühlvoll geschrieben und erzählt und ja, deswegen habe ich es mir mit auf den Wunschzettel getan. Elias und Laia hatten wir ja schon. Dann haben wir hier den Silberschuber, also die Trilogie der Träume von Kerstin Gier. Das sind alle drei Teile. Auch diesen Schuber möchte ich irgendwann mal haben. Ich weiß ja, dass bei Silber dann zum Ende hin das nicht mehr alles so toll gewesen sein soll und dass der erste Teil noch richtig gut war. Der zweite wurde ja nicht mehr so und der dritte war dann, naja. Und habe ich so zumindest von vielen gehört. Aber ich lese sie einfach irgendwann und mache mir da selber mal ein Bild drüber. Und ja, ich finde auch, das klingt ganz, ganz toll. So, dann haben wir hier noch Morgentau, die Auserwählten der Jahreszeiten. Das steht auch schon seit einer ganzen Weile auf meinem Wunschzettel. Aber ich habe es halt noch nicht gelesen. Ganz, ganz viele schwärmen ja von Morgentau. Das ist der erste Teil einer Tetralogie. Ich glaube, es sind insgesamt vier Teile, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh Gott, es sind sogar schon sechs. Nee, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und das ist ein Spin-off. Ah, okay. Also es ist eine Tetralogie und das ist ein Spin-off. Aha! Ja, auch das werde ich mir sicherlich irgendwann mal kaufen, das Buch. So, dann haben wir hier noch eine zweite Seite und da steht zum Glück nicht mehr ganz so viel drauf. Hier ganz oben steht Im Bann des Elfenkönigs, das ist die Tyrant Sogel-Reihe von C.L. Wilson. Ich habe ja Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt von C.L. Wilson gelesen und fand es großartig. Und da du die Bücher hier als Taschenbücher oder so gar nicht mehr rankriegst, habe ich es mir gleich mal als E-Book aufgeschrieben, aber da ich E-Books halt nicht so zwingend unbedingt gerne lese, naja, ihr wisst das, ne? Habe ich es halt noch nicht gekauft. Dann haben wir hier noch Caroline und West. Davon habe ich bisher auch nur Gutes gehört. Ich klappe es auch nochmal mit auf, dass ihr mal mit reinlesen könnt, aber das Buch ist halt auch schon älter, deswegen gehe ich von aus, dass die meisten es kennen dürften. Dann haben wir hier die Töchter des Mondes. Das ist der erste Teil hier, glaube ich. Ich hoffe es zumindest, dass ich den ersten auf dem Wunschzettel habe. Und dann gibt es noch
zwei oder drei weitere Teile, ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß, dass es die Bücher zwischendurch bei Arvel oder so mal ganz günstig gab, aber nee, so viel Geld habe ich leider dann auch immer nicht, als dass ich mir alle Bücher mal kaufen könnte. So, Dark Wonderland hatten wir eben auch schon bei Medimops und damit wären wir mit diesem normalen Bücherwunschzettel durch. Puh, ich muss mal kurz durchatmen. Kommen wir nun zu dem Wunschzettel von den Büchern, die ich mir definitiv kaufen werde. Der ist Gott sei Dank nicht so lang. Als allererstes haben wir hier oben der letzte erste Kurs. Dieses Buch kommt am 26. Oktober raus und das werde ich mir definitiv kaufen. Ich fand der letzte erste Blick von Bianca Iosivoni so gut und das hat mir so gut gefallen und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die beiden, denn man lernt Elle und Luke natürlich schon im ersten Teil kennen und ja, ich freue mich riesig auf das Buch und werde euch natürlich gleich berichten, wenn ich es gelesen habe. Dann habe ich hier, ich hatte letztens in irgendeinem Video erzählt, das ist von Sarina Bone, der Autorin der Vermont-Reihe, also True North, dass da nächstes Jahr eine neue Reihe kommt und die kommt erst am 29. März. Aber auch ich finde hier, dass das ganz, ganz toll klingt und ich werde mir die auf jeden Fall holen und lesen und ja, ich freue mich schon riesig drauf. The Ivy Years heißt die Reihe. Ja, ich freue mich. Ich finde, das klingt einfach mal nach einer etwas anderen New Adult-Geschichte. So, dann haben wir hier natürlich noch den dritten Teil von True North. Das kommt jetzt am 29. September raus, also sprich in 6 Tagen. Dieses Buch werde ich mir definitiv gleich holen, wenn es rauskommt. Und ich fand den ersten und den zweiten Teil so gut. Die haben so viel Spaß gemacht, die Bücher. Und ja, den dritten muss ich definitiv haben. Deswegen werde ich ihn mir gleich holen, wenn er rauskommt. Ich bestelle Bücher bei Amazon nie vor, weil ich die dann prinzipiell immer später habe, als diese in der Buchhandlung liegen. Und da ich in jeder Mittagspause quasi in die Buchhandlung gehen kann, um mir Bücher zu kaufen, bestelle ich sie halt immer nicht vor. Deswegen, ja, ach, ich freue mich aber schon. Ah, nächste Woche, wie toll ist das denn? Dann habe ich hier noch Fighting to be Free, nie so begehrt. Das ist der zweite Teil zu Fighting to be Free, nie so geliebt. Und hier muss ich sagen, dass mich das Ende echt ein bisschen fertig gemacht hat von dem ersten Teil. Ich war so traurig am Ende, dass das so ausgegangen ist für die beiden. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt hier im zweiten Teil für die beiden doch noch irgendwie ein Happy End nimmt. Dann habe ich hier Berühre mich nicht von Laura Kneidel noch auf dem Wunschzettel. Das kommt auch am 26. Oktober. Und auch ich finde, dieses Buch klingt wirklich, wirklich toll und gut und schön. Und oh, das ist jetzt kein Buch, was ich sofort kaufen werde, denn sonst bin ich gleich noch bettelärmer. Aber ja, also ich finde, es klingt einfach ganz, ganz toll und ich bin mal gespannt. Ich mag ja Laura Kneidel ihren Schreibstil auch total, was die Jugendbücher betrifft. Und das ist ja ihr erster New Adult Roman und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und ich finde es cool, dass man diese 3 Worttitel bei ihr behalten hat. Denn jedes ihrer Bücher hat ja nur 3 Wörter im Titel. Dann haben wir hier von Nalini Singh Versprechen der Sehnsucht. Es ist ein Nalini Singh Buch. Huch, was habe ich jetzt angeklickt? Es ist ein Nalini Singh Buch und deswegen muss ich es lesen, einfach weil es von Nalini Singh ist. Und was ist denn hier passiert? Ja, irgendwie ist hier die Beschreibung ziemlich auseinandergezerrt. Ich lasse das mal kurz so, dann könnt ihr es euch mal angucken. Und ja, ich finde, Nalini Singh muss ich einfach lesen, scheißegal worum es geht. Wird gekauft und gelesen. Ja, ich freue mich schon sehr, dieses Buch kommt ab 2. Januar raus. Wuhu! Dann haben wir hier nochmal Nalini Singh und zwar Age of Trinity, Silbernes Schweigen. Das ist der 16. Band der Gestaltmantelreihe und das ist der erste Band der 2. Staffel. Man hat ja mit dem 15. Buch, mit dem 14. Buch, was letztes Jahr im Dezember rausgekommen ist, die erste Staffel beendet und wir beginnen jetzt quasi die Geschichte. Also die Geschichte wird jetzt schon weiter erzählt, da wo die erste Staffel aufgehört hat, aber wir kriegen komplett neues Gestaltenwandlerrudel. Also man kriegt komplett neue Charaktere, also nicht komplett, also man bekommt teilweise neue Charaktere, denn Silver Merchant, um die es hier in diesem Teil geht, kennt man schon, denn sie ist die Assistentin von Caleb Krychek und Caleb Krychek ist so, oh, ja, er ist so toll und deswegen, da freue ich mich schon drauf, weil man halt die Protagonistin schon kennt und ja, auch am 26. Januar kommt dieses Buch dann endlich raus. Es kommt ja Ende des Monats noch ein Buch von Nalini Singh raus zur Gestaltmantlerei, aber ich glaube, das steht auch nochmal ganz unten auf dem Wunschzettel. Dazu gibt es dann später mehr. Ja, dann haben wir hier, ich mache mal ein bisschen weiter vor,
Ach, guck mal, hier unten ist doch schon das Gestaltemann-Buch. Ja, dann haben wir hier Save Me, die Maxton Hall-Reihe von Mona Kasten. Ich mochte ja die Beginn, nicht Beginn. Ich mochte ja die Again-Reihe von Mona Kasten wirklich sehr und ich finde, das kann sie wirklich, also Liebesgeschichten schreiben hat sie raus. Auch wenn mir jetzt Cold War City von ihr nicht gefallen hat, werde ich mir Save Me trotzdem angucken und ja, mal schauen, wie das Ganze so ist und danach mir ein Urteil bilden. Bei dem Buch ist es so, dass bei dem zweiten und dritten Teil auch die Termine schon feststehen und das ist ja eine Reihe. Also hier geht es komplett um die gleichen Charaktere, glaube ich. Und da, ich habe damit ja immer so meine Probleme, wenn so Pärchen über mehrere Bände gezogen werden, weil das kann sehr, sehr schnell sehr langweilig werden. Aber mal schauen. So, dann haben wir hier noch Wie die Stille unter Wasser. Ha. Im Englischen heißt es einfach nur Silent Waters. Im Deutschen wie die Stille unter Wasser. Ja, auch dieses Buch werde ich mir definitiv holen, wenn es rauskommt. Denn, oh mein Gott, schaut euch diesen wunderhübschen Mann auf dem Cover an. Also, ne, ihr wisst, meine Vorliebe für bärtige Männer und so. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den dritten Teil und werde mir definitiv holen. Und bin schon so happy, dass der dann im Januar endlich erscheint. Dann haben wir hier noch den vierten Teil der Game On-Reihe. Da hatte ich ja letztens in meinem Lesemonat schon gesagt, dass auch wir im vierten Teil hier neue Charaktere bekommen, die wir schon aus dem zweiten Teil ein bisschen kennen. Und ja, ich bin auch schon sehr, sehr gespannt auf den vierten Teil. Den dritten mochte ich ja wirklich mega doll. Der hat mir richtig gut gefallen. Das war mein Lieblingsteil bisher. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den vierten Teil. Und dann natürlich habe ich hier noch, dann habe ich natürlich noch Angel Fall auf meinem Wunschzettel, der dritte Teil, der kommt auch endlich am 9. Januar raus. Und ich bin schon so gespannt, wie das mit Penryn und Raffe und Paige und der Mutter und allen ausgeht und was am Ende mit den Engeln passiert. Und oh, ich bin so gespannt wie ein Flitzebogen, das glaubt ihr gar nicht, denn Penryn ist so eine tolle Protagonistin und Raffe ist einfach, ach, er ist Raffe und ach, so toll und ja, ich freue mich schon mega. Und ja, das letzte Buch auf meinem Wunschzettel ist Wilde Umarmungen. Das Buch kommt jetzt auch nächste Woche raus. Und das ist kein direkter Teil der Gestaltenwandlerei, sondern hier in diesem Teil haben wir vier Kurzgeschichten. Also ihr seht es hier, vier brandneue, heiße Geschichten. Und ich werde mir das Buch auf jeden Fall holen. Ich werde es lesen. Ich freue mich auch schon sehr darauf, aber ich habe jetzt nicht so den Anreiz, dadurch, dass es jetzt kein richtiger Teil ist von der Reihe, habe ich jetzt nicht so den Anreiz, sofort loszurennen und mir das zu kaufen. Deswegen, naja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Und damit wären wir auch schon am Das Ende. war mein Wunschzettel-Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn ich wieder viel zu viel gelabert habe. Oh, es tut mir voll leid, dieses Video ist wieder extrem lang geworden. Naja, egal, ihr kennt das ja schon von mir, dass ich immer extrem viel labern muss. Ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ich stelle gerade fest, ziemlich viele Bücher, die ihr auf meinem Wunschzettel gesehen habt, seht ihr ja dann nochmal am Sonntag in den Neuerscheinungen. Aber naja, egal, doppelt hält besser. Bis dann, tschüss!